Und willkommen zurück zu Let's Play Moonchild, der Weg zurück. So, und wir sind hier gerade, da wo die Göttin war, die Herrin der Hölle, sind wir jetzt gerade vorbeigekommen. Ohne Probleme, weil sie nicht mehr da ist, zum Glück. Das könnte sonst ein bisschen übel werden. Und ja. Wir trainieren weiter unsere Leutchen. 1000 XP. Der hier hat schon fast wieder halb aufgefüllt. Das ist, wie gesagt, ein super Platz eigentlich, um sie zu trainieren, weil die Zampf hier, die jetzt kommen, die sind aus härterem Holz geschnitzt. Ich sollte mir nächstes Mal vielleicht mal angucken, gegen was die empfindlich sind. Wasserspritzer, mal sehen. Und die Fähigkeit, rufen wir mal einen Reaper. Der verflucht zumindest. So, dann stürmen wir mal einfach. In der Hoffnung. Okay, das ist keine gute Idee. Einfach stürmen. Bitte unterlassen. Bringt nichts. Also hier ist mal der Unterschied, ich zahle 5 für ewiges Feuer, aber nur und 7 für das, also, dann machen wir mal einen Giftregen und noch eine Vibration. Natürlich, Susanna muss dann noch fallen, ein heiliges Schwert kriegen wir. Fähigkeiten, das... Ah, heilige, ewiges Feuer kann man nur im Kampf machen. Gut, dann mit Aura alle heilen und mit dem Gegenstand Mana-Trank kriegt sie wieder ihr Mana. So. Haben wir eigentlich noch gegenständemäßig ein Buch, irgendwas zum Lernen? Ne, wir haben eine Menge Ausrüstung. Aber keine, da Buch des Inferno hätten wir. Na dann. Weiter geht's. Und diese blutige Masse oder was auch immer das ist, ich gehe mal davon aus, dass es Blut ist. Das ist... Oh, scheiße. Da kommt natürlich wieder der Leute-Block. Aber das wollen wir ja nicht. Heiliger Regen bringt, glaube ich, bei denen nicht so viel. Machen wir mal einfach das. Wasserspritzer. Ritual des Boden. Erdbeben. Und machen wir mal einen Wassergeist. Flutwelle. Okay, so viel Schaden macht das nicht. Und natürlich werden die mit einem Schlag ausgeschaltet. Es ist immer wieder sehr berauschend. Ja. Dann konzentrieren wir uns mal auf den. Also auf einen. Natürlich, und jetzt stimmt noch die einzige, die wir noch haben. Die wiederbeleben kann. Giftregen, Verzweiflung, Gegenstand, belebt, ja, das nehmen wir. So. Also das mit dem Trainieren von den Leuten ist doch wesentlich schwieriger als gedacht. Komm, ich möchte den anderen. Wie kann ich den anderen jetzt anziehen? So. Sehr seltsam. Wenn die reinhauen, das ist echt nicht mehr feierlich.
So. Na, verfehlt wenigstens. Und jetzt aber. Es ist echt schlimm. Rupert Land Tornado. Toll. Was so ein unnötiger Spruch. Ach, das war die falsche Seite. So, dann nochmal Fähigkeiten heilen. Ja, das ist halt wirklich schlimm gegen die. Weil ich nicht wirklich weiß, gegen die Zampf hier so richtig von Vorteil ist. Der Giftregen, den sollten wir öfters anwenden. Im schlimmsten Fall vergiftet. Im schlimmsten Fall, was rede ich? Im besten Fall vergiftet. Und das macht schon viel aus. Also hier mal ein große Feuerbälle. Tornado. Vibration. Halt, du machst Giftring. Vibration. Und du machst dann den Tornado. Das schadet denen natürlich auch nichts. Ja, das ist immer dasselbe. So. Giftregen, Fähigkeit Vibration und Fähigkeit leichter Wind. Super, haben wir sie ausgeschaltet jetzt. Ah, der Babu ist kurz davor. Fähigkeit des Aura hier. Und Gegenstand Mana-Trank. So. Tja. Ich werde hier jeden Kampf durchgehen. Ansonsten kann ich die Leute ja nicht richtig trainieren. Massiver Fluch. Giftregen. Vibration. Und ruft man Erdgeist. Gut, das mit dem Fluch ist super. Merke ich gerade erst. So, dann greifen wir den mal an. Physisch ist also auch wieder hier die bessere Variante. Schade nur, dass dieses massive Fluch nicht von jedem, nicht jeder kann. Schwächen. Entfernt Verstärkung und versucht einen Feind zu schwächen. Das hat nicht funktioniert. Okay, dann greife ich den Zampf hier an. Der muss drauf gehen. So. Dann mal hier den heilen. Weiter an. Ja. Heiliges Schwert und böser Stab und ein Level Up für Dababu. Gegenstände. Ich hätte mir doch mehr von dem Fluch kaufen sollen. Das Buch. Dann hätten die nämlich immer verfluchen können. Aber, naja, zum Glück kann ja der Reaper von ihr, der kann das ja. So. Ja, der Babu kriegt nichts ab. Das ist ja super, aber bringt mir nicht viel. Und der wird immer klüger. Mir wäre es lieber, wenn der irgendwie mehr Widerstand kriegt oder eine richtig große Anzahl an Lebenspunkten. Weil der... Ah, ich mache alles hier durch, damit habe ich ein besseres Training. Also die Level steigen sie ja schon auf wie nichts, aber...
man sollte alles immer so viel wie möglich machen. So, passt doch. Obwohl wir eigentlich ziemlich hinterher sind vom Level. Also zumindest mit den Leuten, wo wir jetzt haben. Okay. Massiver Fluch. Giftregen, Vibration und rufen wir den Reaper. Jetzt erzähl mir nicht, dass die sich. Na, natürlich, wenn sie verstärkt wurden, dann können sie wieder alles Mögliche. Natürlich, ich dachte, der ist betäubt, der da drüben. Fähigkeit. Entfernt Verzauberung und versucht alle Feinde verschwinden zu lassen. Da. So. Okay. Langsam wird's. Schwierig. Erfrischen, schwächen. Ah, das ist. Minus verstärken. Okay. Angriff und Angriff und Gegenstand beleben das Gläschen. Tja, da hat der Rupert dann nichts abgekriegt. Ganz toll. Aber was soll man denn machen? Beleben. Gegenstände. So, Mana-Trank. So. Tja, die müssen halt alle noch etwas lernen. Sonst kommen wir da nicht durch. Puh, das könnte schwierig werden. Fähigkeit, massiver Giftregen, Vibration und Basilisken mal rufen. Ah, alle verflucht, das ist gut. Okay, was auch immer sie jetzt getan haben. Ach verdammt, da kann man sich nicht an denen ran. Na egal. Dann vernichten wir einfach mal so viele wie möglich. So, einer weg. Geschwächt. Giftregen. So. Dann. Leichter Wind. Natürlich wieder eigentlich mal die Schwächsten habe ich auf den Typen eingesetzt, den ich umbringen will. Aber das ist auch nur, weil ich weil ich nicht anders kann. Ich meine, ich komme nicht. Ich kann rumfahren, wie ich will. Ah. Okay, das ist auch gut, wenn man so am Ende lernt, was die. Dass die Maus nicht die beste Wahl ist. Fähigkeiten. Hätte ich eigentlich auch mal früher lernen können, aber mein Gott. Man weiß ja nie. Und das ist entspannter, wenn man mit der Maus einfach dahin klickt und klickt, anstatt sich da zu Tode. Oh, das wäre sogar der richtige Weg. Nee. Der richtige Weg wäre der ganz rechts. Aber anstatt sich da zu Tode zu klicken, zu tasten und was weiß ich was, habe ich immer schön die Maus benutzt. Tja, und damit ist auch die Trainingslektion fast am Ende. Wir sind schon viel weiter als wir es, ja, ich meine, wir sind innerhalb von 2 Folgen, nehmen wir mal 3, sind wir vom
Anfang bis hierher gekommen. Und ja, ich meine, unheiliger oder so. Und ja, wenn ich mich erinnere, was hier, wie lange das damals gedauert hat, als ich zum ersten Mal hier durchgerannt bin. Ach, das 10 Folgen. Ich glaube, bei 36 hat es angefangen und bis 46 hat es gedauert. Aber Folge 2 ist jetzt erledigt. Trainiert haben wir und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.